Sigmund Baumann hat gesagt. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Das ist ja sehr nett. Dicht hinter mir. Ein Heiltrank, yay. Ich find's aber doch sehr kulant von dem Spiel an sich, dass es keine verschiedenen Formen von Heiltränken gibt, die sehr rar gesät sind. Also, was Regeneration auf freiem Felde angeht, ist Gothic 3 doch um einiges spendabler als Gothic 2, wenn ich das so richtig sehe. Also, das finde ich gut. Oh man, schreckt euch die Hirsche auf. Ich muss sie nur essen. Und dieser Säbelzahntiger kommt direkt auf uns zu. Los, komm, mein fertig. Nee, nicht mich. Oh Gott. Ich hab gedacht, wenn ich schon mal einen Begleiter dabei habe, kann man das auch mal nutzen. Aber der ist wahrscheinlich genauso unnötig wie der letzte. Ja. Yep. Okay. Aber immer noch besser als Fritten aus der Mülltonne, also. Wenn man sich daran hält und nicht so viele Viecher gleichzeitig. Okay. So. Das ist totaler Unsinn. Yep. Okay. Nein, das war auch noch nicht richtig. Ich hab's gleich, Freunde. Nee, so. Ja, wunderbar. Ja, man muss irgendwie mit diesen Spielregeln in diesem Spiel, in Anführungszeichen, auch mal ein bisschen um sich kommen. Keule, da ist alles voll mit Leuten. Nicht alle gleichzeitig, bitte. Leute, das... Oh Gott. Ja, das wird wieder einer dieser Parts. Wieder sowas. Ich port mich da, glaube ich, gleich mal weg. Das ist so ein Irrsinn, meine ich mit... Das sind ja mehr als in der Hauptstadt hier. Da mache ich lieber die Assassinen-Quest weiter, als hier... mich bereitwillig meinem eigenen Tode zu stellen. Okay, das läuft. Wir haben schon recht viele kaputt, ne? Also, das ist... läuft ja besser, als ich dachte. Aber jetzt kommen erst die Elite-Krieger hier. Okay. Aber nicht mehr so viel Leben. Und die schmeißen hier mit Zeug. Aber zum Glück haben wir einen Heiltrank gekriegt. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben Bananenbrot. Hirsch, hilf mir. Ah! Los, ihr Wölfe! Kümmert euch! Oh Gott, ich bin der Herr der Tiere. Das ist ja wie in Far Cry hier. Okay. Nur, dass ich in Far Cry bessere Waffen hatte. Viel bessere Waffen. Immerhin hatte ich da... konnte ich da schießen? Also hier kann ich auch schießen, aber nur mit Pfeil und Bogen. Das ist ja irgendwie... das ist ja nicht so cool. Ich muss sie irgendwie auf gleiche Schadensniveau bringen, damit ich dann beide töten kann. Dieser eine Wolf da, der ist auch nur für Blödsinn. Oh, was für ein Scheiß hier. Oh Gott. Jetzt den Eiswolf hier. Nee, nix da. Ich bin dein Gegner. Okay, dich kriege ich auch. Okay, da links habe ich gehört, dass sie auch schon wieder so eine Waffe gezogen haben. Okay, ein Eiswolf ist tot. Das heißt, ich gehe mal an ihm so vorbei. Oh mein Gott. Okay. Ja, da haben wir wieder unsere Ausgangssituation. Da sind sie wieder, meine zwei Probleme. Rauf! Nee, nicht rutschen! Rauf! Spring auf diesen verdammten Felsen! Okay. Okay, ich hab's geschafft. Er versucht mich abzuschießen mit seinem Bolzenschussgerät. Er schafft es auch noch. Aber das ist kein Problem.
Ich kann nämlich von hier auch schießen und fühle mich so richtig hart dabei. Jetzt sehe ich gern einen ganzen Eimer Sangria, nur für mich. Mit Weintrauben drin. Ohne Grapefruit. Wer macht denn schon Grapefruit in Eimer Sangria rein? Das schmeckt scheiße. Ja, jetzt sagt ihr, ja, das muss man genießen. Das ist gar nichts, was man aus dem Eimer säuft. Doch! Ich bin ein Kulturbanause. Oh, Baby. Okay, einmal ein Kreuzzeichen machen und dann geht's hier los. Selbst wenn hier Bengt Olafsson da kaputt geknüppelt wird, habe ich kein Problem mit. Ich schaff das irgendwie. Warte mal, das ist gut. Das ist gut. Einfach. Okay, ist da noch einer mit. Hey! Hört auf zu schießen, das ist feige. Gibt's hier keinen Punkt, wo die mich nicht kriegen? Doch hier zum Beispiel. Das ist gut. Dein Kopf gehört mir, ja dann. Hol ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Kopf der Welt versteckt. Was? Okay, da war wieder einer, der dran glauben musste. Ich jetzt zaubern könnte. Leute, ich muss das Spiel nochmal für mich spielen. Mit Magie. Und dann sind die ganzen Boys hier alle sowas von geliefert. Keine Chance für euch, kleinen Lachsnacken. So, er ist jetzt auch weg. Ich werde dich zertreten, Mora. Nix da, Mora. Solche Anfeindungen kann ich hier überhaupt nicht haben. Das ist so schön, wie die da unten rumstehen. Als wenn sie nur drauf warten würden. Aber für so Speer, die ich mit sehr viel mehr Schlägen zerstören muss, kriege ich ein Viertel der Erfahrungspunkte, wie ich kriege, wenn ich einen Bison zerstöre. Also, das muss mal einer gegenrechnen. Ich finde, da kann man noch was machen. Da brauchen wir mal ein bisschen Total Productive Maintenance. Aua! Ihr kommt doch alle noch dran. Nicht vordrängeln und vor allem nicht glitschen. Wo ist der da schießt? Ist das der Elite-Krieger da hinten? Ja, der kriegt. Ich habe aber berechtigterweise so ein paar Ängste, dass die ganzen Leute, die da unten sind, genauso wie der Bison. Das war ein Männchen. Sonst kann ich mir das nicht erklären, warum der auf einmal so stark wild war und mir unbedingt in den Rüssel beißen wollte. Ja, der wollte das. Der konnte nicht anders. Scheiße. Jungs, wir haben jetzt hier gerade ein Duell, ne? Okay. Tot. Gut, dann gibt's jetzt erstmal ein paar Steaks. Gebratenes Fleisch. Was wäre ich in diesem Spiel eigentlich ohne gebratenes Fleisch? Ich weiß es nicht. Ich verschanze mich jetzt hier weiter auf dem Hügel. Und fühle mich stark dabei. Dabei gibt's pausenlos Wartofe Phrasen. Ich reiß dich in Stücke. Bleib stehen, Mora. Nee, wenn ich stehen bleibe, ich bleibe stehen. Oh, guck mal, da kommen schon die Nächsten. Ich habe hier sowieso nie Ruhe. Wenn ich einen kaputt gehauen habe, kommen wieder zwei nach. Ja, nee, ich äff euch nicht nach. Das ist wie unter. Doch ist unter Affen ein sehr, sehr großes Lob. Nachmachen. Und Leute, ich habe. Ihr glaubt es nicht. Ich habe den ersten Sonnenbrand in meinem Leben. Nein, in diesem Jahr. Ich hatte schon mal einen Sonnenbrand. Aber in diesem Jahr habe ich schon den ersten. Im Leben. Das sind Sachen aus dem Leben. Wow. Ist ein bisschen wie Moorhuhn, nur dass die Moorhühner sich nicht bewegen.
und dass ich hier keinen Johnny Walker kriege. Also ich finde das schon sehr, sehr dreist. Oh. Amaretto Kellergeister. Scharlachberg und Doppelkorn. Alles muss vernichtet werden. Ich würde ja für die nächsten 20 dann einfach runterspringen und hier einen auf Jon Snow machen. Der Winter kommt. Ja, ich fühle mich jetzt gerade wirklich. Der Winter kommt, Leute, der Winter kommt. Und zwar genau hierhin. Ich glaube, wenn ich Pornodarsteller wäre, ich würde einfach Winter heißen. Wiener, 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 Wiener. Oh, und sonst so. Habe ich eigentlich noch genug Pfeile für diese Späßereien hier? Ja. Du auch hier. Das wollte der alles zu zweit? Dieser komische Typ da? Selbst wenn die Quest jetzt ungültig ist, aber... irgendwie ist mir das doch ein bisschen zu dubios. Gibt's da einen Spawner? Ich meine, bei allen MMORPGs ist es ja so, dass die Gegner, die es da gibt, dass sie irgendwann wiederkommen. Nur hier habe ich das Gefühl, dass es auch so ist, aber dann dementsprechend nicht sein sollte, weil hier kriegt man ja was dafür, wenn man alle umgebracht hat. Da kommt schon wieder ein neuer, sag mal. Was soll das? Kennt ihr das, wenn die so im letzten Moment weglaufen? Ich bin aber sehr froh, dass ich diese überhöhte Position gefunden habe. Stell mal vor, ich hätte gegen die alle im Nahkampf kämpfen müssen. Wie schafft man das in diesem Spiel? Wie soll das funktionieren? Und wann kann ich mir endlich mal Giftpfeile machen? Oh ja, noch einer. Was soll das, Leute? Wie viele sind da? Da ist irgendwo ein Nest. Da kommen immer mehr. Elite-Krieger, Krieger, Krieger, Elite-Krieger. Leute, ihr müsst mal wieder dahin gehen, da treffe ich euch besser. Wird nicht lange dauern. Doch, es dauert lange. Und wenn ich nichts erzählen würde, würdet ihr wahrscheinlich euch zu Tode langweilen. Schrecklich. Könnt das Spiel mir das nicht ein bisschen einfacher machen? Ah! Okay, jetzt wird's ernst. Nee. Okay, nee. Nee, 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 nee. I don't play this game. I just don't wanna play this game. Ich hab's immer noch drauf. All den Jahren nichts verlernt. Fickende Leute in meinem Garten. Aber wenn er weiter so dämlich zielt, dann krieg ich ihn. Ja, so ist gut. Mach weiter. Wo ist eigentlich der andere Typ, den wir hier rekrutiert haben? Der wollte das doch mit mir zusammen machen. Ja, Team, toll, ein anderer macht's. Schamane tot! Ja! Okay, jetzt brauche ich nur noch seine Chabos hier. Die Chabos wissen nämlich, wer der Babo ist. Oh Gott. Verdammt, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Naja, scheiß drauf. Dann muss ich mir die gleich wieder aus dem Zauberland holen. Dann habe ich nächstes Mal wieder welche. Ganz, ganz zauberhaft. Wo auch immer das herkommt. Wie die alle brennen hier. Ich glaube, das ist eine gute Munition für das Winterlande. Okay, haben wir es. Sind wir d'accord? Ne, da sind noch ein paar. Wieso, wie konnten die sich denn so verstecken? Wo ist mein Homie? Bleib stehen, Morre. Leute, ich... oh, guck mal, da hinten steht er. Lässt sich verprügeln. Ist ein Elite-Krieger. Ne, ist ein normaler Speer. Okay. Das heißt, den kriegen wir recht schnell kaputt. Jetzt muss ich unsere... Rückzug... Ey! Nicht laggen! Da steht Anführer, den muss ich mir holen!
Ja, verpiss dich! Ich weiß, wo dein Haus wohnt! Ja, okay, wenn da nur steht Orklager, dann scheint es ja hier keine besondere Bewandtnis zu haben. Wahrscheinlich gehe ich gleich nach Nordmar, oder hier nicht nach Nordmar, sondern ihr wisst schon, nach Feuerclan, zum Feuerclan, wie auch immer. Dann werden die mir sowas sagen wie, was, das hast du alleine gemacht, das ist eine Begleitquest mit mindestens 50 Leuten. Schade. Naja. Jetzt wissen wir zumindest, woran wir sind. Das war schon schwer. Und gleich erstmal... Hey! Kollege! Zeig mir deine Ware. Heißt das, dass wir jetzt fertig sind? Ich gehe jetzt erstmal nochmal zu dem Felsen und floh die ganzen Orks hier ab. Alleine die Waffen sind ja schon richtig viel wert. Leute, ich hab's schon mal gefragt, aber gibt's hier irgendwann bessere Mützen? Das würde ich gerne mal wissen, weil wir benutzen ja immer noch den gleichen Helm, den wir gesammelt haben im, pass auf, ersten Part des Spiels. Meine Güte. Dazwischen liegen mindestens 30 Stunden. Und da fragt man sich doch, warum, frage ich mich, habe ich da jetzt nichts Neues gekriegt? Kruchbach. Oh mein Gott, das tut mir ja immer so ein bisschen leid, wenn ich das so... Ja, man kann schon fast exploiten dazu sagen. Aber nur fast. Krusch, Warok. Das ist echt heftig. Guck mal, wie viel... Ja. Und fünfmal so viel Munition verballert. Ich bin froh, dass der Schamane gestorben ist. Den Stein haben wir jetzt. Und damit gehen wir zu Bengt hier. Hey, ich hab den Stein. Den will ich gar nicht mehr. Okay. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Hab. Tschüss. Okay. Nö, ich hinterfrag das bei diesem Spiel nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Wir haben das jetzt hingekriegt hier und ich bin glücklich. Mehr muss ich auch gar nicht wissen. Jetzt zünden wir noch einen Hirsch an und seinen Bruder auch. Das ist schon ein Zacken geiler hier mit der Brandmunition, ne? Und ich glaube, diese Brandmunition ist gegen den Eisgolem auch gar nicht mal so. Bitte. Sag mir, dass ich gespeichert habe. Oh, wenn nicht, dann laufe ich hier Amok. Aber ich habe zumindest nach dem Schamanen gespeichert. Danach war es ja nicht mehr so schlimm. Ja. Okay. Ich muss nur noch mal die Hirsche fletschen und dann sind wir cool. Aber den anderen kriege ich nicht. Habt ihr gedacht? Hab's wohl gekriegt. Okay, Eisgolem heißt für mich aber, dass es da hinten zu einem alten Bekannten geht. Vielleicht sollte ich einfach mal... Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee, Leute. Ja gut, liegt auch im Auge des Betrachters. Moin! Wie viele Leute kennt ihr, die Stress mit einem Eisgolem haben wollen? Ich gehöre definitiv nicht dazu. Hat er einen Nahkampfangriff, der nicht so gut ist? Ich versuch's einfach mal. Bei Gothic 2 mussten wir auch so viel Quicksave und Quickloaden. Und hier ist es ja nichts anderes. Dann kann ich einfach mal volles Met dahin chargen und dem versuchen, eine auf die Fresse zu hauen. Mal gucken, vielleicht passiert ja was. Ich hätte es übrigens gerne mal, dass ich starten und laden, also speichern und laden kann. Und dann ist meine Energie wieder vollständig. Oh mein Gott. Dafür würde ich mir ja einen Finger abschneiden. Moin!
Na, hast gesehen, was ich gemacht habe? Wieso kämpft er nicht? Die Jungs waren früher aber zahmer. Ich lauf dran vorbei. Der kann mich mal. Ich hätte gerne so einen Rückspiegel jetzt, wo ich dann einfach mal hinter mich gucken kann und sage, ja, ja. Jeder ist ein super Possenreißer, außer ich. Okay, also, seid ihr bereit? Machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.